Moin Leute, hier zurück bei Far Cry 6 mit der nächsten Mission. Libertad auf dem Vormarsch, jage das Flugabwehrgeschütz hoch. Ja, es lebe auch hoch. Da müssen wir hin. Ich überlege gerade, von wo ich am besten starte. Mir fehlen halt irgendwie noch Bezugspunkte, wo ich am besten von losfahre. Ich glaube, machen wir von hier. Ich habe eh noch nicht alles geklärt hier. Ich verfolge gerade straight die Story-Mission. Schauen wir mal. Aber was die richtige Entscheidung ist, ich hoffe ja. Wenn nicht so blöd. Ja, du! Ich brauche was mit PS. Na, das ist Flugabwehrgeschütz, alles klar. Neue Schalldämpfer drauf, wo ich Visier auch mal tauschen können, aber ein bisschen wenig Ressourcen gerade. Gracias, gracias. Weg. Weg da. Genau. Ich will dich nicht umfahren. Wie kann ich Kamera. Ansicht wechseln. Ich muss immer so fahren, weil das ist dann noch ein bisschen nervig, finde ich. Weiter. Ich wollte dir noch etwas sagen. Clara, das war eine tolle Rede. Hör zu. Egal was passiert, ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite da nie. So, ich weiß nicht, wie normal. Rum, fährt er im Kreis. Wäre natürlich cooler, wenn ich alles vorher noch mal erkundet hätte. Ich brauche echt mehr Schlaf. Aber... Nicht gut. Verteilt euch! Kommando Refugio! Cobre! Wir müssen weg! Geil. Wurde hart getroffen, aber richtig hart. Nur ein bisschen. Vielleicht spielen im Action-Modus, ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Los, Guapo! Hier! Komm zurück, Guapo! Scheiße! Was da schon? Cooles Teil. Vielleicht nicht mehr. Moment. Depot auch bedeckt. Okay. Da finde ich also noch mal wieder was Schönes. Irgendwo. Oh, okay. Da sind noch einige Sachen offen hier auf der Map. Also einiges. Moment mal. Muss ich einfach in Luft jagen? Warte. Hey Juan, die Flagge ist Geschichte. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich geb dir Deckung, eine frische.
elektrische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los! Das sind meine Leute. Ah, okay. Ich wollte gerade schon losballern. Ist noch irgendwas zum Looten? Ich glaube gar nicht so viel, um jetzt zu sein. Ist jetzt komisch, wenn ich jetzt gleich die Insel verlassen werde? Oder auch nicht? Gelange zur Spitze des Leuchtturms. Das sollte ein guter Aussichtspunkt sein, um die Blockade auszuschalten. Okay. Wie gesagt, ich habe noch sehr viele Sachen offen. Hier ist noch ein Lager, wo ich hin kann. Monitostal, Wildtiere. Okay. FND-Depot. Wie gesagt, das wurde jetzt ja angezeigt. Da ist auch noch ein Depot. Da ist auch noch ein Depot. Ne, Schmuggelgut. Ja, er sagt, es sind noch einige Sachen offen. Ne. Aber wir machen jetzt erstmal straight in die Story. Erstmal eine Vollbremsung. Da ist irgendwie gar keiner. Noch zumindest nicht. Clara, ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Sofort. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, lieber Tat. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Machen wir gleich. Muss nur kurz mal ein bisschen looten hier. Sonst wieder blöd. Dann gehen wir hier hoch in den Leuchtturm. Die Schiffe stehen hier scheinbar vorne schon hier in der Bucht. Der kann aber weit werfen, ey. Ich bin gespannt, was hier da passiert. Da sind die Schiffe. Dani, du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Sicher die Schiffe. Pass auf dich auf, Julio. Ja, geil. Soll ich denn jetzt runter mit dem Fallschirm oder was? Ich weiß gerade nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Soll ich da jetzt runterspringen oder was? Sauber und sichere die Schiffe. Ich soll beide Schiffe sichern, damit die. Ja. Ob wir jetzt nicht vom Hai gefressen oder so, das sieht er auch noch. Thank you.
er sehr schlau. Klar. Ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Dani, bleib in Deckung. Ich steck die Wachs an Bord. Verstanden, Julio. Reise, deck dich an. Bleib in Bewegung. Gracias, Reise. Okay. Es gibt genügend Ziele für alle, Juan. Schießen! Ich weiß gerade nicht, wohin soll das sein. Das war jetzt eben dämlich. Ich habe eben auf Fallschirm gedrückt. Es hat nicht funktioniert. Ach man. Das regt mich schon wieder auf, ey. Jetzt starte ich bestimmt wieder vor den Schiffen irgendwo. Ja, sag ich doch. Ja, was? Okay. Vorsicht, Dani. Hab was gehört. Geh mal nach. Hä? Ich glaub den Kram hier gerade nicht. Ein Schiff können wir erstmal auseinanderfummeln hier und dann das nächste. Das wird irgendwie angezeigt da, ich weiß nicht, was das soll.
mich einfach am Leben, okay? Wow. Alles klar. Ein guter Licht, Danny. Das andere wartet schon. Bei dir klingt das so einfach, Juan. So, jetzt noch ein anderes Schiff, oder was? Wie kommen wir da jetzt rüber? Zielen beibringen. Fick dich doch. Ach, keine Ahnung. Ist ein bisschen durcheinander heute hier. Hauptmann da hier. Oder was? So. Sind wir fertig? Wie bitte? So, was jetzt? Soll die Schiffe sichern?
Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Annie. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Sarahs Boot? Wo ist denn das? Sehe kein Boot. Kein Boot? Wo bist du, Clara? Clara. Nice. Viva Libertad, Dani. Das ist Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yarana werden eine ganze Generation lang Yarana umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. So, von dieser einen kleinen Vorinsel sind wir jetzt runter. Da habe ich natürlich viel übersehen, viele Nebenmissionen nicht gemacht. Dementsprechend Beyond. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Treffer. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Cornoda Prison. Esperanza. Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traidores! Criminales! Puta! Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme mir da. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfer Julio ein. Was?
Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Was für assige Leute, wa? Das heißt, da gehen wir gleich mal hin und holen Julio da raus und hauen dem Einbeinigen mal das andere Bein weg. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Wird dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerriero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Ja, ich bleib mal, ne? Also ich gehe nicht weg. Die Guerilla-Einsatz. Kernherausforderung abgeschlossen. Ubisoft Connect, okay. Jo, haben wir ein Level geschafft. Aufstieg. Neue Waffen ausgesucht bei Juans Waffenhändlerin. Anlauf super. Also. Erhöhte Militärpräsenz. Oh. Okay. Ja, das war ja schon mal ein Highlight, würde ich sagen. Von da aus sind wir gekommen. Oh. 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 Alter, ist das groß. Was? Ist klar, ey. Alter Schwede, ist das groß. Ja, heftig. Also ich habe auch leider nicht alles mitgenommen, das ist ein bisschen schade, aber das kommt noch alles. Ja, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Natürlich, was denn sonst, ne? Noch was Neues gekriegt hier, okay. Da ist doch noch irgendwas angegeben. Ne, das haben wir doch schon alles gekriegt. Das ist doch nichts Neues. Spiel, das ist doch nichts Neues. Ah, hier ist was Neues. Das mal über. Obwohl, na komm. Das ist so, wie es ist. Noch irgendwas Tolles hier? Ne, ist nichts. Das ist nächstes. Rang 4. Eigentlich sollte man vorher noch ein bisschen leveln, aber es geht auch so irgendwie. Ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf der neuen Insel und dann geht es mit der nächsten Mission weiter. Die Guerilla. Ja, irgendwie so. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.